Ich bin The Doctor Nugat und dies ist mein neues Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Energy Drink Test Video. Ja, am besten eiskalt kohlensäurehaltig. Ja, eiskalt sieht man, ich habe schön kalt im Kühlschrank gehabt. Es handelt sich heute um Red Bull Zero und Zero Calories, also 0 Kalorien. Ja, Red Bull Zero Kalorien. Calories weltweit geschätzt von Spitzensportlern, Studenten in stark fordernden Berufen sowie bei langen Autofahrten. Ja, koffeinhaltiges Tauringetränk mit Süßungsmitteln, erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen, in moderaten Mengen konsumieren. So, Zero Calories heißt ja kein Zucker. Kohlenhydrate 0, Zucker 0, selbst Fett 0, davon gesättigte Fettsäure 0, Ballaststoffe 0. Also im Prinzip besteht der Inhalt aus, weiß nicht, keine Ahnung, was die da zusammengemixt haben. Auf jeden Fall werden wir uns das Ganze jetzt mal etwas genauer angucken, wie es schmeckt. Ja, das Geräusch ist immer geil so. Wir erkennen wie bei fast jedem Energy-Drink eine leicht, nein, keine rötliche Trübung, sondern ganz normal, wie man das von dem ersten Energy-Drink kennt, haben wir so eine, ja, gelb, orange gefärbte Flüssigkeit. Kann man jetzt im Glas auch nicht ganz so einfach erkennen. Naja, sieht auf jeden Fall aus wie das normale Red Bull, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Riechen tut's auch wie das normale Red Bull. Ich muss dazu allerdings immer sagen, ich bin kein Energy Drink Experte. Ich trinke die Energy Tests wirklich nur zum Zwecke dieser Videos hier. Naja, sie sehen ja von den Dosen her immer ganz bunt und lecker aus, deswegen habe ich mir gedacht, für die Videos kann ich das ja mal anfangen zu testen. So, also Zero Calories riecht erstmal wie der ganz normale Red Bull. Ja, schmeckt typisch, wie man immer so schön sagt, nach Gummibärensaft. Haut mich jetzt nicht um, also weiß nicht. Also da habe ich schon bessere getrunken. Da fand ich zum Beispiel dieses Kinderzeugs Hello Kitty, das Erfrischungsgetränk, war leckerer. Naja, aber man merkt deutlich, dass hier kein Zucker drin ist. Das merkt man dann ganz deutlich im Geschmack. Und für die, die dann doch halt Energy Drinks brauchen, auf Zucker verzichten müssen, ist das Zeug hier in Ordnung. Das ist ja, obwohl Energy Drinks, weiß ich nicht, ob man das unbedingt immer. Naja, man schmeckt ganz deutlich, dass kein Zucker drin ist. Das ist die Aussage von meinem Video hier. Und ja, am besten probiert es selbst, um den Geschmack zu erleben. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. The Dr. Nugat. Die Bayern suchen die Lücke. Ribery. Und Müller! 1-0! Thomas Müller! Und Ribery kommt an den Ball und passt auf Mario Götze. Götze mit dem 2-0 jetzt für die Bayern in der, ja, geht erstmal alleine. Und jetzt ein Spitzenpass auf Franck Ribery. Was macht der Franzose? Er spielt auf Götze, wieder Scorer von Ribery und das 3-0 durch Mario Götze. Oh, sensationelles Tor von Toni Kroos. 4-0 gegen Nürnberg. Hier nochmal zu sehen, über die Mauer rüber, Torwartchance.